vorgestellt. Altaria Adventures, und zwar mit der Vorschau Nummer 2. Wir sind hier unterwegs und sind auf der Privatinsel gewesen, suchen jetzt den Trainingsplatz, den ich gar nicht weiß, wo ich den jetzt finde. Der soll da bei der Fahne sein, also. Da unten geht's runter, aber ich weiß nicht, wo es da hingeht. Können wir hier auch laufen? Ne, können wir nicht laufen. Ich dachte, man könnte laufen. Ah, hier ist der Trainingsplatz, alles klar. Da müssen wir drei Dummies jetzt destroyen. Eine ist schon kaputt. Zwei kaputt. Ist ja jetzt nicht so schwer, ne? Warum ich diese Hände kriege, weiß ich immer noch nicht. The Guard of Argalon, Quest Received, Talk to Gaster. Okay, dann gehen wir wieder dahin, wo der Gaster sitzt. Also irgend so ein Buff kühlt da oben jetzt ab. Ich weiß aber nicht, wofür er gut war oder nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hätten wir irgendeine Waffe nehmen müssen. Ich weiß nicht. Aber wir haben eigentlich was in der Hand, ne? Schauen wir mal. Oh, das ist ein ganz schön tiefes Loch, ne? Ja, da fällt man ganz schön tief. Schauen wir mal, wie wir da zu Gaster kommen, der da vorne ja schon steht. Und dann gucken wir mal, was mit Gaster so los ist. Well, what do you look at this? You came back, looks like you did anyone specify to us. Keine Ahnung. Can start with a local merchant trackies. Some have been changed, also no. Ja, könnt ihr durchlesen, ne? You want to say something, but the guard looks too distant and grim. Okay, either way, it's a stone throw to the portal to Faldaren from here. Aha. And the most important part, it's not a stroll or a walk, it's an important assignment. Entschuldigung. That's well, if not, I need to fix that. We're waiting for a report. Okay, also wieder eine Aufgabe. Talk to Tricky. Exchanging favors. Quest bekommen. Ja, das ist in diese Richtung wohl. Herbalist, Vion. Das ist niemand. Also der muss da irgendwo auf einer anderen Insel sein. Karte. Okay, das ist auf so einer Nachterinsel da. Warte, wo bin ich denn? Ich bin da. Das heißt, ich muss darüber und da muss ich komische Wege gehen. Also, da muss man wahrscheinlich über diese. Ist das da lang? Weiß ich nicht. Da ist auf jeden Fall eine Wolke. Kann ich hier lang? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Das ist ja interessant hier. Hier geht ein Weg weiter oder nicht? Also hier sind Dinger und da sind auch Bäume, die da schweben. Aber ich weiß nicht, ob es hier weitergeht. Es geht hier wohl weiter. Ich weiß auch nicht, ob das ein Bug ist oder nicht. Kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall geht es hier weiter. Sieht auf jeden Fall cool aus. Trader Amash. Nee, der ist nicht der Richtige. Also wenn diese Dinger jetzt hier nicht wären, dann wüsste ich auch nicht, wo ich langlaufen muss, ne? Sehr buggy, ja? Da fehlt eine ganze Kachel. Ach, hier gibt's auch noch von diesen Dingern welche. Na dann, gehen wir da mal weiter. Ja, die Teile erscheinen erst nach mir, oder wie sehe ich das? Naja, dann ist das so. Und wo ist der? Der Händler? Da oben? Da oben wahrscheinlich, ne? Da muss man da hochgehen. Da stand auch gerade, wie weit das neu ist. 84 Meter. Ja, dann wird das da oben wohl sein. Dann gehen wir mal zu Tricky. Da ist Tricky. Ist auch nett hier, ne? Tricky mit F. Ah, New Customer.
eager to part with some coins for the most unusual wares. No? Ah, such a shame. Then you're either passing by or going to Falderan. Ah, so Gaster sent you. How does he even know about every scuffle that happens around here? Keine Ahnung. There was no fight, and even if there was, you can't even call it a fight. Same thing as always, but you know what to visit Falderan, you'll be able to reach it through the portal. Also, ich kann durch zwei Portale gehen, wohl dieses und dieses. No, enter the gates. Yeah, yeah, and when you go, since you've been... Na dann, und was ist das? Das ist irgendeine Pflanze. What was this disparate case? Die habe ich doch irgendwo schon mal gesehen, oder? Ein Altariat. Ah, wenn irgendwas passiert, kann ich dann da wieder zurück oder so. Complete. Ist das jetzt hier das Tor, weil da hingeht? Ja, ich bin zu nah dran gewesen und schon geht das Laden wieder los und dann sind wir gleich in Falderin. Ich hoffe, es gibt auch einen Weg zurück. Rendering World. Aber eben war, ja, jetzt war 73 auch nur von 75. Da war schon wieder einer weniger. Coincat ist hier, ne? Establish a link with the Altaria Heart. Okay, da ist irgend so ein komisches Vieh, was mich jetzt hier angreift. Ah, da ist ein Teil. Und was mache ich damit jetzt? F to talk. Greetings, Bethia. I believe that this is our first meeting, so your face does look familiar. Either way, allow me to introduce myself. My name is Anastasia. No, but I don't really remember I've met you before. I do not believe that I'm mistaken. Time might be infinite, but history always repeats itself. Many years, so I really could see so with my own two eyes, okay? What about the talking? Yeah, das freut mich auch. Ja, die Story, ja. The rumors are true. Okay, after attempting a link to the heart, you'll be able to return it with whenever you want. You can try to do so, you serve it. Ah, jetzt habe ich dann eins und dann ist das ja toll. A cloud store, quest received. Okay, talk to Teluna. Na dann. Und Teluna ist wahrscheinlich dann das da oben, oder was? Back to the hub? Nee. Teluna ist 31 Meter nach da. Aha, da vorm Haus. Dann springen wir mit Teluna. Hi, let me guess. You got an important task from Tricky. How about you don't ask me anything and I won't have to listen to any of that. I just have played him a couple of times. How comes he so vindictive? Do you have any ideas how many heroes come through the Falderan? Okay, die Viecher da haben gerade irgendwas gemacht. One of them agrees to help Tricky. Just tell him something, anything here. Okay. I have an assignment report for Gasta. Well, it's pretty calm around here. Some skirmishes with mooncats. Okay. Da ist ziemlich viel zum Lesen, das ist nicht so schön, finde ich. Also so viel Text ist immer nicht so der Bringer, finde ich. Ich habe schon wieder irgendwelche Pluszeichen gekriegt von den Katzen oder was. Vielleicht. Okay. In Altaria, you can reach the sky completely by yourself. Just imagine, you're all alone in the west. Mount the skies and all you need is to jump on the clouds. Ja, super.
I'm not joking, you know. Everything around here is filled to the brim and with magic. Everything is wild ways. Some of these wild ways can make your life much easier. Just got a tryout. Ja, super. Was Jump on Clouds? Ja, jetzt muss ich drei Wolken. Also das ist ja voll der Wahnsinn, oder? Ein Coin Get? Was ist ein Coin Get? Hier sind auf jeden Fall Wolken. Die geht schon hier so rauf. Das heißt, ich kann da auch drauf springen. Das ist schon... Ach so, ich brauchte nur dreimal jumpen und nicht irgendwie... ne? Weiß schon. Talk to Teluna. Vor welchem Haus standen die jetzt? Ah, hier rechts. Ja, und dann habe ich jetzt dreimal gesprungen. Toll, oder? Well, how did it go? Some people complain that it's way too hard, but it becomes much, much easier with the time. You can use the clouds to get from one island to another or to reach the ones you can't otherwise. Just use them higher. Super toll, ja. Yeah. By the way, Bob can help you with the jumping. Ah, jetzt kriegen wir auch noch einen Trainer, der Bob heißt. Oh, no, no, I didn't want to scare you. Okay, complete. Talk to Bob. Wo ist Bob? Bob, der Baumeister. Da hinten lang. Bob ist 33 Meter weg. Bob hat noch nichts auf dem Kopf. Doch, da ist er. Oh, was ist das hier für ein Pink Slime? Aber Pink Slime ist nicht wichtig, weil ich muss mit Bob, dem Baumeister, sprechen. Oh, der hat aber schicke Haare hier mit Gehören. Ne, wir haben uns noch nicht gesehen. Was mit den Pilzen? Okay. Well, personal cultivate mushrooms, ja super, der ist der Pilzzüchter, der dann weiß, wie man über Wolken springt oder was. Just tolerating mushrooms and looking after them while I'm... Habe ich nicht schon Mushrooms einen auf den Kopf gehauen oder waren das andere Dinger? Okay, da können wir irgendwelche Portionen rausmachen, also irgendwelche Tränke wahrscheinlich oder Pulverchen oder so und Artefakte dann herstellen. Die Pilze sind kräftig. Kraft, sind stark, sind mächtig. Gut, sehr, sehr gut. Talk to you about mushrooms day and day out. But, Alter, ich will mich mit dir nicht mit Pilzen unterhalten. Das ist auch schon wieder ein anderer Pilz. I spotted a mushroom nearby, go and try to jump on it. Okay, das haben wir doch auch schon längst gemacht. Da hinten ist ein Pilz. Die Katze hat mir schon wieder eingegeben. Das ist jetzt so ein Pilz. Da laufe ich jetzt gegen, dann fliege ich weg. Oder wie war das? Kombo 1. Das war das alles, was ich machen musste. Einfach gegen einen Pilz laufen und dann gibt es schon wieder eine Quest, ey. Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt so cool ist, ne? Ich watch out for poisonous mushrooms. Got it. It's that much of a problem. Many of the downturn return, the alliance are. Okay, trying, you will even get an inactive and you know. Oh, I wonder what's the reward. Alright, you were asking about incidents. Ja, ich werde bestimmt was lernen, aber was muss ich tun? Open the chest. Open the chest, da ist das Ziel. 102 Meter, das muss also irgendwo hier hinter sein, oder? Und wahrscheinlich da oben drauf, da muss ich wahrscheinlich auf irgendwelchen Wolken rumspringen wieder, oder? Hier gibt's keine Wolken, wo ich springen kann. Da ist ein Simple Gem, aber hier gibt's keine Insel. Wie komme ich denn da hin? Karte? Da ist die kürzeste Stelle, ja, aber da ist keine Wolke, oder? Ist da unten noch eine Wolke? Glaub nicht, ne? Da sind Wolken.
Ist das hier Wolkenkuckucksheim? Okay. Vielleicht brauchte ich diese Pilzsorte gerade, um darüber zu kommen, ne? Wenn ich jetzt so laufe, fliege ich dahin. Und ich fliege in den Tod. Ja, da ist keine Wolke mehr. Schade, ne? Jetzt komme ich zum Herz zurück. Das war unser erster Bounce, der in den Tod ging. Konnte ja auch keiner ahnen, ne? Dann müssten wir ja hier, genau, da sind wir ja zum Glück gewesen. Und jetzt müssen wir wieder Richtung Bob der Baumeister, oder wie war das? Ne, Bob war da links, den sind wir schon durch. Jetzt sind wir bei Tulena, oder wie sie hieß, oder wer war das? So, ich weiß immer noch nicht, wie ich jetzt auf den Wolken da. Aber warte mal, da kann ich hingehen. Und da komme ich dann auf die Wolke und kann da rumjumpen, oder? Okay. Ach, hier war auch eine. Guck. Die habe ich gar nicht eben gesehen. Komme ich da auch noch hin? Ich glaube, ich habe jetzt ein Problem, da hochzukommen, ne? Kann das sein? Und da ist der Tod. Ja, das war's dann wieder. Also der Sprung war jetzt nicht so gut. Ja, wie wir sehen, sind diese Sprünge gar nicht so einfach. Das ist schwerer wie die Quests, die du kriegst. Wenigstens kommen wir wieder an diesem Herzen raus da. Und können dann mal gucken, wo wir lang müssen, ne? Also da war das. Irgendwo sind wir da auch gestorben, ja. Das ist oben so ein Grabstein, ne? Ich weiß nicht, aber aufsammeln kann man da bestimmt nichts, oder? So, jetzt bin ich auf dieser Insel gelandet, aber mein Ziel ist woanders. Ich muss auf die Insel da drüben, ne? Shit. Ich dachte, das wäre diese. War es wohl nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter nach da. Hier, diese Pilze sind bestimmt die Abschussrampen im Prinzip, aber wie komme ich zu der da, zu denen da, zu das da? Keine Ahnung. So, jetzt gehe ich rückwärts. Und dann bumpe ich da gegen den Dingens und fliege dann da drauf, oder? Aber da komme ich nicht hin. Oder doch? Doch, ich habe es geschafft. Wow. Cool, ist das die richtige Insel? Ich will's hoffen. Press F. Okay, das war die Kiste, die ich wohl ja, aufmachen sollte. Chest revived, ja. Und kann ich da jetzt noch irgendwas machen? Nö. Ja, war jetzt nicht so der Bringer, ne? Oder doch? Weiß ich nicht. Warte, wir müssen erst mal gucken, wie wir wieder zurückkommen. Also da ist eine Wolke. Bin ich von der Wolke hier rübergekommen? Oh, danke, das ist aber nett, dass du mir hier wehgetan hast. So, jetzt gehe ich nach hinten und fliege dann. Wow, richtig weit. Hammer. Also solche Pilze sind ganz nützlich. Talk to Jan. Oder Jan, keine Ahnung. Der steht jetzt hier vor der Tür, oder was? Aha. F.
Hey there, are you a hero just like me? Ja, klar bin ich ein Hero wie du. Du bist echt der Bringer, ja. Nice to meet someone more likely minded. You know, there were very few new heroes around here until recently and the veterans don't like their competition. It's really nice to meet someone who doesn't stare at you menacingly for a change. So, yeah, you do like you suspect me in something. Come on, what is Mushroom Bob? Told me that you acting. Mushroom Bob is the best. What's cooking? And who's the cook? What is well, I know, ja, Christoph Rekal. Ich glaube, das ist jetzt wirklich so ein bisschen lang, ne? Langwierig. Das ist jetzt nicht so der Bringer, das Spiel zu zeigen. Jetzt haben wir hier eine Armschiene. Okay, let's try it out. Great, I'm just a bit worried and something. Okay, complete. Gathering pine trees und gathering birch trees. 5 und 5. Da hinten, ah, hier ist auch schon eine Birke. So, wie war das mit der Birke ernten? Jetzt rechts klicken. Okay, das war eine Birke. Das war die zweite Birke. Das ist die dritte Birke. Das ist die vierte Birke. Da liegt ja noch mehr. Hätte ich mal alles aufsammeln sollen. Das Holz brauche ich ja vielleicht noch. Hier ist auch noch ein bisschen. An Apple war da auch bei. Gut. Sehr schön. So, das waren die Birken alle. Und wo sind die Pine Trees? Sind die das da? Nee. Das sind alles Birken hier. Da ist auch eine Birke. Hier sind Pine Trees bestimmt, oder? Ich will's hoffen. Ja, es war eine. Okay. Das ist nur ein Stumpf, aber reicht wahrscheinlich auch. Not enough energy. Was jetzt? Muss ich noch schlafen gehen oder was? Also wir können mal die 2 drücken, um Apfel zu essen. Dann kriegen wir, glaube ich, wieder Energy, oder? Ich habe ja nochmal Glück gehabt mit dem Apfel. Und noch einen. Das war der dickste hier, glaube ich, im Wald. So, Quest gleich erfüllt. Wo ist er? Da ist er. Aber da ist irgendwie ein Graben oder sowas. Da geht's wieder mal mit einem Loch in der Erde. Und dann steht er hier links am Haus. Oder wo ist er? Da ist er ja. Ey, wo ist mir angreifen oder was? Da drücken und dann da drücken. Ah, gut Job, ja, weiß ich wohl. Komm weiter. Weiter. Okay. Gibt noch mehr Sachen. Jetzt müssen wir bestimmt irgendwas. Irgendwelche Deposits. Ore and Stone Deposits. Aber das haben wir doch schon alles gemacht. Wir wissen doch schon, wie das geht, oder? Stone haben wir noch nicht gefunden, fällt mir gerade so ein, ne? Was ist das? Steht da nichts. Ah, da ist doch ein Stone. Vielleicht geht das damit. Warte, ich muss mal das hier machen und Gaza drücken. Okay, das hat funktioniert. Was? Noch drei? Noch 2 Stück davon? Wow. Oh. Ist das hier auch Stone? Ne, das kann ich nicht. Da ist ein Pilz. Da ist ein Blumen. Das ist ziemlich viel Gesuche gerade, ne?
Ah, das geht. Oh, war das, okay. Warte, da unten ist noch mehr. Ich hoffe, ich stürze da jetzt nicht rein. Komm, nehmen wir alles mit. Okay. Das ist ja auch nochmal. Nur einen und dann haben wir's. Okay, jetzt müssen wir noch Steine finden. Da ist ein Stein. Not enough energy. Zwei Apfel essen. Jupp, das hat gut geklappt. Und da vorne ist gleich schon der nächste. Da haben wir die Aufgabe auch schon erfüllt. Und wieder ein Apfel essen. Was macht ihr? Was wollt ihr von mir? Ich habe euch nichts getan. Geht wieder weg. Okay, und auch nicht von der Insel runterschubsen. Das mag ich auch nicht. Talk to Jan. Jan. Keine Ahnung. Dann sprechen wir zu dem. Ey, ich hab noch nichts gemacht. Ich wollte nur nebenher laufen. Na, Bob, der Baumeister? Ah, ne, du warst der Mushroom-Kerl. Ah, did it work? Ja klar, tut's worken. Workbench schon mal auch. Und jetzt soll ich die Workbench bauen wahrscheinlich? Use a Workbench. Na super. Dann stelle ich die hier hin, oder was? Und jetzt habe ich das erste Rezept für ein Eisenschwert. So, ist das die Workbench? Da steht zwar Place, aber geht nicht. Warum geht das nicht? Resource Cost 1. Darf ich die hier nicht so ins Dorf bauen oder so? Kann das sein? Hm. Steht jetzt auch nicht irgendwo was, warum es nicht geht. Also 8 und 4 und so. Damit kannst du sie drehen. Cool. 4 und 6, links rum, rechts rum, auch cool. Das ist 7. Und da kippst du sie so rum, auch sehr interessant. Alles klar. 5 ist Reset. Also dann, wenn ich sie so gemacht habe, kann mit 5 Resetten, dann steht sie wieder so auf. Das ist cool. So, aber jetzt will ich noch F1 haben. Geht nicht. Workbench Resource Cost steht da. Aber ich weiß nicht, was die Ressourcen sind. Irgendwas brauche ich 7 Stück von. Space. Kann ich hüpfen. Left Control. Kann ich dicken. Geht aber hier überhaupt nicht. Okay. Stopp, das war falsch. Okay, das ist erstmal gut so. Da ist Bob der Baumeister oder Bob der Pilzbär. Ah, hier ist doch. To create block. Warte mal, da muss ich erstmal gucken. Kann ich hier eine Workbench bauen? Nee, kann ich nicht. Ich schätze, mir fehlen die Ressourcen. So, das bedeutet, ich nehme erstmal diese Workbench und baue da was raus. Kann ich hier Maximum machen? Oh, 42. So viel wollte ich jetzt nicht. Geht auch Minimum wieder? Nee, ne, das ist wieder klar, dass nicht Minimum geht. Create. Ja, komm, zack. Komm, zack, machen wir Maximum. Fertig. Escape. Ne, nix Escape. Und F1. Und. Kann ich trotzdem nicht bauen.
Zwei sind irgendwelche Würfel. Kann ich die setzen? Nee, hier darf ich nicht bauen. Das wird das Problem sein. Ja, hätte ich mal besser gelesen, was er gesagt hat, der Jan, ne? Dann wären wir da vielleicht auch hingekommen. Aber vielleicht erzählt er uns noch. Sorry, I didn't see it. Ask. Trade. Say goodbye. Ask. This place is strange. It's completely unlike my home world. Hometown. My name is Jan and this is Tribe. A new place, new name. Say goodbye. Ja, dann, los Dialog. Gut, das bedeutet, wir kommen jetzt hier gerade nicht weiter, ne? Bob, der Baumeister, ist da auch noch. Da ist ein Toter. Ah, warte mal, da oben ist ja noch so ein Workbench, 45 Meter. Hier drinnen oder wo? Hier ist eine Workbench, aber die ist nicht gemeint, ne? Nee. Hier ist auch noch eine Workbench, die ist wahrscheinlich auch nicht gemeint. Wo ist denn hier der Ausgang? Ich will hier raus. So, Workbench 45 Meter. Da lang. Wo ist eine Workbench? Wo soll denn jetzt die Workbench hier hin? 16 Meter, da steht eine Workbench. So, ist diese Workbench jetzt für mich gemeint? F to craft. Ah, da schau her, was wir alles machen können, ne? Ist ja der Hammer, oder? Create. Jetzt habe ich eine Workbench created. Das ist doch cool, oder? Close. Talk to Jan. Alles klar. Ja, jetzt ist ja tricky hier gewesen, ne? Gut, dann gehen wir nach Jan oder Jan oder wie er auch immer heißt. Wo ist er? Da ist er. Dann quatschen wir den wieder an mit F. Told you, I'd be easy. The weapon suits you. I'd lock, ja, super. Okay, wer ist das? Unfortunately, no and nothing to do about it either. You can get the leather for yourself from Boss. Ach, das soll ein Schwein sein, okay. The one just like my stripper. Boars are very kind and friendly while they are small. Big ones can be aggressive to protect small ones from outsiders. But you know what? Go find some wild watermelons and play with them. Maybe you'll even find a friend among them. Jump on different watermelon boars. Okay, die muss ich draufspringen. Okay, eins habe ich schon geschafft. Jetzt müssen wir noch zwei schaffen. Ich sehe aber keins. Tja. Ist das hier der Region Birkenhügel? Da ist eins, oder? Ja, da kann ich draufspringen. Zack, zack. Zwei Huhn, drei Gans. Das war das zweite, jetzt brauchen wir noch das dritte. Sieht einer noch eins? Ich sehe gerade keins. Schweinchen, wo bist du? Da drinnen ist auch keins. Bob, hi Bob. Das Schweinchen da habe ich schon besprungen. Jetzt habe ich gleich wahrscheinlich das gleiche wieder, das, wo ich schon drauf war. Ist da oben wohl eins? Ach, das ist mir zu gefährlich hier bei den Pilzen da. Na, sterbe ich wieder. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich nur der Weg sein, oder? Kann das sein, dass ich da lang gehen muss? Hier ist aber kein Dingens. Keine Wolke. Keine Wolken. Hier sind Wolken. Da kann ich dann rüber. Dann gehen wir da mal hin. Vielleicht können wir da rüber und da oben sind dann Schweinchen. Schweinchen dick. Das war noch was damals. Ich habe immer Angst, ne, dass ich daneben fliege. Boah, siehst du, da hat es wieder so super geklappt. Gut, dass da noch eine Wolke ist. So, ist hier ein Schweinchen irgendwo? Ja, da vorne läuft doch schon eins lang, oder? Zack, zack. Das ist ein großes Schwein, ne? Und das ist ein kleines Schwein.
Kann man auch auf den großen drauf rumspringen oder geht das nicht? Talk to John. So, jetzt muss ich wieder zurück. Hoffe mich nicht zu verlaufen. Simple Game, ich weiß nicht. Wahrscheinlich könnte ich die jetzt schon einsammeln, damit ich nachher weiß, was ich da machen muss, ne? Hab schon wieder Schiss, dass ich da runterfalle, ohne dass ich irgendwas schaffe. Naja, ich glaube, ich habe es geschafft, ne? Voll raus, das Springen. Oh, so weit. Noch an so einem Pilz dran donnern, dann geht's richtig gut, oder? Naja, da wollen wir mal sehen, was unser Jan jetzt noch zu sagen hat. Aber wir haben hier noch so ein Ding, ne? Da kann ich doch hier noch ein... Oder ist das schon das? Ne, da habe ich schon... Hier war ich schon. Da habe ich mich schon verewigt. Wo ist der jetzt hin? Ist der weggelaufen? Da ist er. Irgendwas verpasst, habe ich gedacht. Naja, dann springen wir nochmal mit Jan hier. Was macht der gerade? Fitnessübungen oder was? Aber warum brauchen wir so viele Schweinchen? We used to need far less, but there are far more heroes nowadays. Everybody needs to eat now. Go far a hunt before Stribe understand what's going on. These little fellas are very clever. Jetzt soll ich das erste Schwein schlachten oder was? Ach, da muss ich auch noch drei von jedem machen. Das ist ja auch wieder so voll hier nicht, oder? Dann hätte ich das auch gleich machen können, wo ich drauf umgesprungen bin. Dann hätte ich sie auch töten können, oder? Da hinten ist eins. Das kriegt erstmal jetzt einen auf den Kopf. Wo ist denn das jetzt? War das nicht gerade hier? Ha? Hat sich ver... Na? Wisst schon, was ich meine, ne? Da hinten ist eins. Kann ich hier Speedrun machen? Ne, kann ich nicht. So, und jetzt habe ich wieder diese komischen Hände. Keine Ahnung warum. Jetzt habe ich eins von den Viechern geschlagen und oh, da wäre auch noch eine Wolke. Komme ich dann darüber? Nee, habe ich zu viel Angst, dass ich da runterfalle. Lass ich lieber. In meinem Glück, ne? Klappt das dann so? Die Wolke hier, die ist doch cool. Die ist doch direkt hier am Rand. Aber hier ist kein Schweinchen drauf auf der Insel, ne? Krass hier, oder? Jetzt ist die Frage, wenn ich hier so dazwischen gehe, ne? So, ne? Und dann da so, ne? Wumm! Ja, hat geklappt. Was bist du denn für ein Bumble? Oh, hier sind böse. Die haben mich sofort alle angegriffen. Da ist ein Schweinchen. Meine zweite Melone. Hinter mir ist auch noch so ein Vieh. Watermelon Boars. Kill little Watermelon Boars. Da ist es, okay. Habe ich auch schon. Jetzt brauche ich noch zwei davon. Nee, vier sogar. Oh. Wer kommt auf die Idee, so viele zu machen? Pumpkin? Nee. Da hinten ist einer. You got Pumpkin Souls. Der ist gerade da runtergesprungen, oder was? Schade. Jetzt müsste ich nur solche Viecher finden, ne? Ist das hier ein Eisbiom oder was ist das hier? Jetzt kann ich hier so rückwärts dagegen gehen und ja, habe ich gedacht, fliege ich so richtig schön weit, aber war wieder nichts, ne?
Ja, schönes Städtchen hier, ne? Ach, guck mal, da ist noch Kaivos Goldenora. Na, super. Das ist bestimmt der nächste Besucher, den ich dann noch besuchen muss oder so, ne? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Diese Viecher finde ich jetzt nicht gerade. Da ist eins. Ach Gott. Habe ich das jetzt aufgesammelt? Da ist ein großes Schweinchen. 2 von 5. Das heißt weitersuchen. Ewig und 3 Tage. Kleine Schweine suchen. Kleines Melonenschweinchen. Keine Ahnung, was das für Buffs jetzt gerade wieder waren, die ich da gekriegt habe oder auch nicht. Landschaftlich hier gerade sehr schön, finde ich. Tja. Schöner hoher Berg. Kann ich hier irgendwo so ein Tierchen sehen? Nicht wirklich, ne? Irgendwas sammle ich gerade hier auch schon wieder ein. Weiß aber nicht, wofür es gut ist. Da ist einer. War dann zwei? Das waren zwei. Ich muss jetzt hier weg, weil ich muss Apfel essen, damit ich wieder zur Energie komme. Oh. Und ich bin fertig. Fast tot, aber fertig. Was gibt denn die Melone? Die Melone gibt keine Heilung. Der Apfel gibt aber Heilung. Mit einem Cooldown. Und jetzt kann ich noch einen Apfel essen und dann habe ich erstmal wieder ein bisschen Energie. Dann gehen wir jetzt mal wieder zu John zurück. Na super, hat das wieder geklappt. Habe ich gleich wieder einen abgekriegt hier. Weil ich da zu nahe nebenher gegangen bin wahrscheinlich. Ja. Da gehe ich tot. Und da gehe ich auch tot, weil der da kommt. Muss erst mal gucken, wie ich da hinkomme. Hier ist keine Wolke. Wolkenkuckucksheim. Achso, ich bin von so einem Pilz rübergeschossen worden, ne? Oder wie war das? Aber da komme ich nicht hin, oder? Na, das ist ja jetzt doof. Jetzt müsste man wissen, wie man da hinkommt, ne? Vielleicht hier über diese Wolke. Aber dann komme ich nur da hin. Das bringt mir auch nichts. Und da? Nee, ich glaube, das bringt nichts, wenn ich da hinhüppe. Das war nicht der Ausgang. Das war nicht der Ausgang. Ich weiß nicht, wofür diese links neben, rechts neben meinem Kopf da diese Zeichen sind da. Keine Ahnung. Links irgendwie Rosenkohl und rechts ein Apfel oder was? Keine Ahnung. Sind wieder diese komischen Hände auch weg? Tja. Irgendwie bin ich hier hingekommen und jetzt muss ich auch noch wieder zurück. Wenn ich bloß wüsste, wie es geht, ne? Da hinten ist noch ein großer Kugel. Da wäre noch so ein Vieh. Ich habe keinen blassen Schimmer. Oh, der Baum hat Wurzeln. Ich muss eigentlich nach da.
Ja, gibt es jetzt hier nicht hier irgendwie so eine gekaufte Schriftrolle, dass ich dann hier wegfliegen kann? Mystic Forest. Ja, sehr mystisch. Ja, hier bin ich ja schon mal drauf gewesen, glaube ich, ne? Aber das bringt mich doch nicht weiter, oder? Der Pumpkin, der mich schon seit 2 Tagen, ne? Aber vielleicht doch da lang? Schwierig. Also auf der Insel muss ich hin. Ach, da ist wieder so ein Pumpkin. Ich hab's mich gerade noch gerettet. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich hab's. Ja, ich probiere es einfach, oder? Leider tot. Ja. Aber ich möchte an dem Herz wieder, dann bin ich mich wieder zurück und komme nach Chang wieder hin. Ich glaube, das vierte Mal schon gestorben, aber ist halt so, ne? Da ist es. So, John, ich komme. Wo bist du denn? Hier durch dieses gefährliche Loch will ich nicht gerade zu dir kommen. War das da vorher auch schon? Ich glaube nicht, oder? So, Press F. Jetzt haben wir das alles zusammengekriegt. Moonkette. Okay, die kommen im Dunkeln. Leave you are not up to you, but those who don't leave you anything will become adventurous. Either way, I'm afraid. Talk to Tricky. Ah. Dann sind wir bei dem ja schon mal durch, ne? Wo steht Tricky? Tricky war irgendwo da hinten lang, oder? Da muss ich durch das Portal, glaube ich, durch. Ist das das da? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich glaube schon, ne? Dann gucken wir mal, dass wir nach Tricky wiederkommen. Dann sind wir auch wieder näher an unserer Heimatwelt. Da ist er. Tricky ist da lang. So, Tricky, was gibt's denn noch Neues? Nee, ich kann nichts kaufen. Ja, die Souls habe ich schon gesammelt. Ah, wenn ich da immer drauf hüpfe, dann gehen die auch kaputt, oder was? Ah, die kann ich dann verkaufen. Pink Slime Soul, na super. Okay, das sind alles Eigenschaften, die diese Dinger dann haben. Und ich hoffe, dass ich das irgendwann mal auch erfahre, was das so ist. Das kann sich auch keiner merken dann, oder? So, jetzt ist dunkel. Super, oder? Jetzt kommen die Mooncats. Jetzt haben wir noch eine Nebenquest. Und White Brick Brock haben wir auch noch. So, jetzt weiß ich aber nicht, wo ich wohin gehen muss. Ich gehe einfach mal über diese Brücke. Und dann kann man da hinten lang. Vielleicht geht dieser Weg ja irgendwo hin. Ist das jetzt hier wieder, wo was fehlt? Aha. Okay.
Da komme ich jetzt von hier nach da. Und bringt mir das was? Könnte sein, dass mir das was bringt. Ja, schade. Wir sind schon wieder tot, ne? Ach ja, das war jetzt nicht so gut. Gehen wir nach Hause und dann speichern wir da erstmal ab und dann ist alles gut, denke ich mal. Wir sind nämlich mit der Folge auch schon ganz schön weit vorangeschritten, die zweite von diesem ganzen Werk Altaria Adventures. Eigentlich ganz lustig, aber irgendwie unbelebt. Das Unbelebt ist unser größtes Problem, denke ich mal. Da müssen wir definitiv noch was dran tun, dass da mehr Leute kommen. Aber ihr seid ja bestimmt alle so geil darauf, da auch einzusteigen. Ich habe gesehen, weder auf dem amerikanischen Server, der vielleicht zeitlich dann natürlich anders ist wie der europäische, war keiner drauf. Hier war auch niemand drauf. Ich bin also ganz alleine. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass wenn man dann da alleine ist, natürlich nicht so gerade die tollen Karten hat, was zu erleben, ne? Da muss man mal gucken, wie das wird. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden das sehen. Wir gehen mal gerade hier gucken. Ah ne, hier nicht, da will ich gar nicht. Ich will unsere Workbench hier mal einmal öffnen noch. Create. Und wie wir sehen, können wir immer nur das Gleiche machen. Also wir müssen da wahrscheinlich noch eine weitere Version bauen oder was. Okay. F1. Ah, wir haben da Workbench. Construction Workbench. Ah, es gibt mehrere Modelle. Ist das jetzt die gleiche wie die da oder ist es die andere? Ach, das ist eine andere. Komfort 1 Level Up. Und jetzt? Ich will das nicht mehr. F1 weg. Gut. Und Craft? Ja, guck, da können wir jetzt die anderen Sachen auch noch machen. Cool, okay, dann können wir in der nächsten Folge endlich spannende Dinge weitermachen hier. Voxel, Workbench, Leatherworm, Armor, Furnace und Magic und weiß ich, was es alles gibt. Einen schönen Ofen machen und so. Und ja, dann kommen wir in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare, schreibt was rein, was ihr von dem Spiel haltet und teilt das Video auf anderen Kanälen, damit diese Server dann mal überlebt werden können, weil andere da gerne hin möchten. Alles klar, bis dann, macht's gut. Ciao.